Hallo, grüßt euch zu einer neuen Folge aus der eigenen Bikewerkstatt. Und genau diese eigene Bikewerkstatt, die eigentlich auch Pate steht für viele Projekte, die ich immer wieder für euch auf der Hauptstudiofläche für euch mache. Das ist hier meine private Garage, mein privater Keller, in dem ich für euch viele Ideen nach ausbrüte. Hier fahre ich morgens los zum Arbeiten und hier entstehen auch viele, viele Gedanken dazu. Die, die mir auf dem Kanal schon länger folgen, wissen es, dass ich hier mal angefangen mit dem Ausbau, diese Wand gebaut habe, diese andere Wand- oder Regallösung nebendran gebaut habe und. Und ihr werdet auch einsehen, hinter mir sind viele French-Gliedhalter, die ihr kennt aus dem Hauptstudio, aus dem Hauptset. Ja, natürlich, ich mache die meisten Halterungen oder meisten Teile, die ich dann baue im Video zweimal. Einmal ohne euch im Vorfeld als Test und dann nochmal im Nachgang mit euch im Video, nämlich hier für die Wand und dann für das Video. Also muss einfach sein, eine Vorbereitung ist da einfach wichtig. Klar, Licht ist hier nicht optimal, völlig logisch, soll es aber auch nicht sein. Hier sind wir in meiner privaten Kellerschrauberbude, in der ich dann abends heimkomme, mein Rad abstelle, noch Reifen aufpumpe. Also das Gleiche, was ihr quasi auch macht. Hier habe ich einiges vor. Hier habe ich eine schöne Wand neben mir, die ist komplett frei. Und hier wird es auch eine Ordnungslösung geben, auch zum Thema Laden, E-Bike laden, aber auch ein bisschen Ordnung schaffen. Ja, ganz wichtig, hier wird es geben eine große French-Gliedwand. Wir haben so einen guten Meter Platz, 2 Meter oder 1,80 Meter Höhe. Da wird es eine French-Gliedwand geben, genauso wie es die hinter mir auch gibt. Natürlich jetzt, ganz wichtig, ich teile diese Folgen auf meine beiden Kanäle auf. Einmal auf dem DIY-Kanal werden viele Folgen kommen zum technischen Ausbau, zum vielen Themen, wo ich machen möchte, zum Laden, Solarüberschussladen, Ladelösungen bauen und. Oder hier gerade Monitoring bauen für mein E-Bike-Ladegerät, wo ich dann nachher auch für euch viele Daten rausziehe, anderen Videofolgen. Aber auch wird es hier auf dem Bike-Kanal klar ein bisschen mehr um den Aufbau gehen. Also sprich, die French-Gliedwand einfach anschrauben. Dann die Halter bauen auf beiden Kanälen so Crossover. Das heißt, ihr müsst schon mal beide Folgen oder beide Kanälen folgen. Ich habe gerade mal das Gegenvideo oben verlinkt, also unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gerade mal beide einfach mal auschecken. Aber mir ist auch wichtig, hier das Thema an der French-Gliedwand eine Ladelösung zu bauen fürs Ladegerät, aber auch für Zubehörteile wie kleine Access-Akkus. Oder von Smartphone mal laden, um einfach das mal ein bisschen in Ordnung zu bringen. Aber auch ein Halter für einen Helm, um den einfach mal gescheit aufzuräumen, ein paar Handschuhe oder so, dass man die einfach auch gescheit dann trocknen kann, was man auch oftmals tun sollte. Denke ich, als gute Ordnungslösung bietet sich diese Wand an. Und ich finde hier auf dem Bike-Kanal einfach auch eine coole Idee, euch mit reinzunehmen, gerade noch in der Off-Season, in ein paar Projekte, die man einfach jetzt machen kann, damit man es dann On-Season in 2-3 Monaten wieder cool nutzen kann. Wir werden auch Thema Smart Home ansprechen, zum Gucken, was kann ich wie machen, damit auch diese ganzen Lösungen smart funktionieren. Monitoring von Ladungen vom E-Bike, so Geschichten, dass man einfach da auch ein bisschen Verbrauchsdaten gelockt hat, finde ich einfach super spannend, auch euch da damit hineinzunehmen. Das Thema eigene Bike-Werkstatt ist ja genau hier in dieser Garage auch entstanden, wo ich das Projekt vor jetzt bald 2 Jahren angefangen habe mit euch, genau in dieser Garage. Nur ist halt hier unnicht beheizt, relativ kalt. Heute geht es eigentlich draußen mit Temperaturen, aber hier würde ich es nicht jeden Tag arbeiten wollen, deswegen das ist alles im Hauptstudio, aber hier ganz cool, hier einfach so als kleine Keimzelle des kompletten Projekts und man sieht einfach, es ist so geblieben, wie es eigentlich ist, zum Thema auch, was wurde eigentlich aus. Im Alltagsbetrieb, jeden Tag bin ich noch beim Durchlaufen hier unten, fahre hier los, pumpe ein paar Reifen auf und mache hier kleine Reparaturen. Da dafür ist cool, da könnte man auch größere Sachen machen, also wenn man sagt, okay, mir reicht sowas aus, ich habe so eine coole Garage, dann macht es einfach, nutzt es einfach und ihr seht, die Ideen gehen einem bei sowas relativ selten aus. Noch schon eins zum Thema eigene Bike-Werkstatt, habe ich noch ein bisschen was vor zum Thema E-Bike oder nicht E-Bike, sondern E-Auto-Laden, da ich ja gerade in der Garage bin, wo es ja auch 2 E-Auto-Ladelösungen gibt. Schauen wir uns auch noch ein bisschen genauer das Thema an, finde ich auch super spannend, euch noch auf so ein Projekt mit reinzunehmen, weil es einfach da ist, ich kann es, ich habe die Teile alle da und wir können auch in diese Richtung noch ein paar Projekte machen. Also, rundum, nächstes neues Projekt. Die alten laufen langsam alle nach und nach aus. Deswegen gucken wir noch hier auf diese Lösung, die man sich seit mittlerweile fast schon 2 Jahren gerne machen wollte, aber immer mit Zeit nie dafür da war. Jetzt ist sie da, machen wir. Und wichtig ist auch noch Thema Budget. Dieses ganze Projekt wird so gemacht, dass es auch in dem Budgetrahmen bleibt, Familientauglichkeit. Wir machen jetzt hier keine Werkzeugwand dran für ein paar 100 €. Nee, wir machen das alles relativ chillig. Und dass es auch immer noch aus dem Familienbudget gut, super und entspannt zu realisieren ist.
Tja, ihr seht, es gibt sie noch, die eigene Bike-Werkstatt, die Keimzelle der Videoserie. Wenn es auch gerade ein bisschen frisch ist, aber alles gut, ist halt eine Garage im Haus, die halt nicht beheizt ist. Alles passt. Wenn euch die Folgen gefallen haben und die ganzen Folgen euch gefallen werden in Zukunft, müsst ihr auf beiden Kanälen quasi Abos dalassen und Likes am besten dalassen. Gegenvideo, gesagt, oben in der Ecke verlinkt, also auch unten in der Beschreibung. Das Gegenvideo einfach nochmal auschecken und dann könnt ihr auch beide Folgen genau genießen. Hier auf dem Bike-Kanal ihr Bike-Inhalt und auf dem DIY-Kanal ihr technische Inhalte zum Thema Anschließen von Lademöglichkeiten, wie kann man Ladung protokollieren und. Deswegen teile ich das Ganze auch auf zwei Kanäle ein bisschen auf, weil die Interessen von manchen einfach nicht immer gleich sind. Und ich glaube, da haben wir dann eine coole Lösung, indem es einfach als Bike-Thema und ein bisschen als DIY-Thema für euch aufbereiten. Soweit die Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao.